Hallo und herzlichst willkommen heute bei Bauen. Und was bauen wir? Was auf der Tüte steht. Wir bauen Lego. Ich habe ein paar alte Sets hier in so einem Schmuckenkarton. Ja. In Tüten drin. Da werden wir jetzt nacheinander mal ein paar aufbauen. Und wenn das zeitlich... Naja, wenn ich ziemlich schnell durch bin damit, sagen wir so, habe ich hier auch noch was drin. Ne? Nämlich, hier sind auch noch, ist auch noch ein Karton und hier sind auch noch eine ganze Menge Sets drin. Aber alles nur Ice Planet. Also hier sind mehrere Ice Planet Sets. Die anderen sind andere Weltraumsachen. Und das schauen wir uns mal an, wie gut wir vorankommen. Leg das mal eben hin. Ich baue eben meine Kamera um und dann werden wir einfach mal entspannt hier in die Tüte greifen und bauen. Und bauen und bauen und bauen. Und gucken wir mal. Wir fangen mit dem ersten Set an von Space Police. Jetzt meine Kamera gerne noch sich schärfer stellt. Finde ich super. Mal gucken, ob er es vielleicht so besser findet. Ja. Kommt langsam zurück. Na, willst du wohl? So. Jetzt haben wir es hier auch scharf. Ist ein Space Police Set. Ich guck mal eben nebenbei immer online noch ein paar Infos dazu zu geben zum Set. Das ist die 6852. 6852. So, für den Stream mache ich jetzt mal ein bisschen spannend Musik an. Einfach entspannt zu bauen. Genau, das Set kommt aus dem Jahr 1993. Oh, das ist Instructions Only. Da habe ich mich verklickt auf Bricklink. 93 mit 55 Teilen. Das heißt, es wird sehr schnell wahrscheinlich fertig sein. Eine Minifigur, die zeige ich euch jetzt mal, wenn ich vorbereitet wäre. Verdammt, ich bin ja wieder da. Kennt ihr das, wenn ihr alles vorbereitet und dann denkt, jetzt läuft alles und dann habt ihr doch wieder was vergessen? Katastrophe. Also wir haben hier, ich nehme einfach mal den Helm ab, weil den brauchen wir nicht. Hier eine Minifigur der Space Police, ein schicker Torsodruck, auf dem auch Space Police draufsteht, in grün. Ne, das war so die Zeit damals, als Lego weniger von den, oder kaum grüne Sachen hat und angefangen hat, dann grün aufzunehmen. Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er. Das Gesicht ist eigentlich ganz schick, finde ich. Auch mit dem Headset quasi. Richtet ein Helm. Bei dem Helm dann ein schönes dunkelgrünes Visier dabei. Ja. Das ist dann der Space Police Mensch. Und der kriegt jetzt so einen kleinen Wagen. Und den bauen wir mal. Dann will ich mal gucken, was ich... Sag, die Teile habe ich ja vor Jahren mal gebaut. Und baue sie jetzt natürlich nochmal zusammen, um zu gucken, ob alles dabei ist, bevor ich die Sets verkaufen werde. Und dafür ist es halt essentiell wichtig, das nochmals zu bauen. So sehe ich das nämlich. Also nochmal so eine Absicherung auch für mich, dass hier alles drin ist. Und falls hier nicht alles drin ist, ich habe hier... Ich hoffe, das wird nicht im Livestream passieren, aber ich habe hier... auf der Seite sozusagen liegen noch eine ganze Menge Tüten und Einzelteilen mit Sachen, die übrig sind. Was man hier auch sagen kann, diese grauen Teile sind die alten Grauteile, also das alte Light Gray und kein Light Bluish Gray. Die Dinger sind eigentlich ja, ziemlich teuer. Ich will jetzt nicht sagen unbezahlbar, aber ja, da geht es schon los. Absoluter Profi hier am Werk. Bauabschnitt 4 und schon falsch gebaut. Oh, das ist ja das Interessante. Die Teile sind aus den 90ern und die halten immer noch wie Bombe. Ah, oh, da kriegst du gar nicht auseinander. Boah. So. Hätte ich mal richtig alles drunter bauen sollen, ne? Ja, die halten echt
echt gut. Muss man einfach mal auch den Lego-Teilen sagen. Die sind eher in die andere Richtung verzogen. Nicht, dass sie zu leicht, also dass sie abfallen, sondern eher, dass sie sehr, 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 sehr gut halten. Das sehe ich jetzt aber eher positiv und nicht negativ. So, jetzt ergibt es auch Sinn mit dem Ding hier vorne. Dann haben wir hier einen sehr schönen Druck, auf dem Space Police steht. Zeige ich euch gleich. So, das kommt dahin. Kommen die drauf? Einer so, dass man so eine Art Düsenantrieb darstellt. Das geht nach vorne. Da kommen. Das ist ein Jumper Plate. So und so. Das ist dann für die Antenne, die die Space Police aufstellt, um natürlich die Leute zu kontrollieren. Ah, ne, ist es gar nicht. Das ist für die Seitenbefestigung. Hier, gut, das müsste weiß sein. Ist natürlich brutal vergilbt. Kann man aber wahrscheinlich da weiß kriegen. Hier auch die Trans Green Sachen. Auch sehr cool. Und dann noch eben die Räder ranfummeln. Sind einfach nur, die sind komplett aus Plastik. Das sind jetzt keine Räder aus Gummi. So. So. Haben wir hier so einen kleinen Wagen. Ich zeige euch gleich, wenn ich fertig bin, zeige ich euch mal alles zusammen. So, dann bauen wir jetzt einmal den Anhänger. Ist auch sehr simpel und rudimentär, wird er gebaut, aber erfüllt seinen Zweck, sage ich mal. Hier unten kommt das hin. Kann nur nicht alleine stehen. Der muss im Anhängermodus sein, sonst kippt das Ding, weil das nämlich nur auf einer Achse steht. Klick. So. Jetzt machen wir hier noch den. Das ist hier die Sonde oder was das auch immer ist. Die kann ich hier hinten drauf abstellen. So. Und da haben wir das Set fertig. Das ging recht schnell. Also, ich setze den Mannequin mal rein. Ich zeige euch das gleich. Chaos Stream, grüß dich! Es wird wieder gebaut, da hast du vollkommen recht. Letztes Mal gab es die Kutte, diesmal wird gebaut. Und ich denke jetzt in der Woche, also innerhalb der Woche mache ich auch nochmal. Ich denke mal, kann sein, dass es auch morgen oder übermorgen schon weitergeht. Da gibt es dann, geht es weiter mit der Kutte, denn ich habe endlich meine Aufnäher alle zusammen, die ich wollte. Also, Space Police von 93. Wie gesagt, viele grüne Teile kommen rein. Hier vorne nochmal die bedruckte Plate. Sehr cool. Cooler kleiner Wagen. Rollt gut, ja. Das sind ja auch Plastikreifen, kann hier hinten halt die Sonde, die abgestellt wird. Das ist ein schickes Set. Das kann man nicht anders sagen. Ich greife weiter in meine Tüte. Überraschung, nochmal Space Police. Ich weiß nicht, ob das sortiert ist oder nicht. Da ist nämlich alles auch noch M-Tron und Black-Tron drin. Also wir schwenken jetzt überall zu den Lieblingen rüber. Das ist die 6813. Der müsste ähnlich vom Jahr sein. Das ist auch von 93. Hat ganze 17 Teile. Der wird ein bisschen schneller gehen. Hier seht ihr. So sieht das Ding nachher fertig aus. Meine Kamera will wieder nicht heute. Es ist ein Trauerspiel. So, ihr seht auch, die Anleitung ist wirklich klein. Klein. Wir haben hier einen leicht anderen Torso. Und der hat hier noch was richtig Cooles. Bei der Minifigur. Ich nehme jetzt meinen Helm nicht ab, weil es die gleiche Figur ist wie beim anderen. Aber schaut euch mal den Torso an. Das ist richtig Space Police mit hohem Rang und so weiter. Und er hat diese coolen Schulterdinger, die man von den alten Piratensachen kennt. Das heißt, es ist quasi so eine Art Abzeichen. Diese Schulterabzeichen. Ziemlich cool. Ja. Das hat mich damals dann als Kind gefreut, als Fan der Piratenserie, dann zu sehen. Oh, guck mal, das gibt es sogar jetzt auch im Weltraum. So. Kriegen jetzt hier, dummerweise, ist das hier an der Seite von diesen Abstufungen, wie ihr seht, nicht so cool, weil das nicht so 100% passt. Ich hätte besser zwei von denen nehmen sollen, aber gut. Die werden sich ja was bei gedacht haben. Oder nicht. By the way, Chaos Stream, hast du gesehen, gestern wurde von Lego die neue Burg vorgestellt?
kommt jetzt nämlich wieder eine Burg raus. Falls nicht, dann lass es mir dir sagen. Falls man Burgen mag, es wird teuer. Aber so unangenehm teuer. So, wir haben jetzt hier. Genau, das ist das Cockpit. Jetzt kriegt er hier an der Seite noch die Düsen dran. Ein links, ein rechts. Das wird hinten drauf gestellt. Also es ist halt auch ein sehr simples Raumschiff. Aber es tut, was es tun soll. Hat nicht mal eine richtige Steuerung, sondern hier wird einfach nur diese dieser Baurichtungsumkehr genutzt, die man normalerweise immer von Autos kennt, wo quasi vorne und hinten gezeigt wird. Vorne und hinten das Licht gezeigt wird oder gemacht wird, besser gesagt. Kommen wir jetzt halt da dran. So. Da haben wir das Schiff. Ziemlich klein, ziemlich übersichtlich, aber ist in Ordnung. So als Flugschiff. Und oben hier, der ist auch wirklich weiß und nicht wie der andere vergilbt. Ist schick. Kann man mit arbeiten. Ich greife weiter in meine Tüte rein und wir haben ein Blacktron-Set. Wir haben die 6832. Die kommt auch. Ne, die kommt aus dem Jahr 91. Die ist ein bisschen älter. Hat 36 Teile. Und eine Minifigur. Ist schon Blacktron Welle 2. Das sieht man nämlich daran, dass die Blacktrons nicht mehr schwarz sind, sondern dieses ganze Neon haben. Gesicht ist das Standardgesicht. Deswegen zeige ich euch mal die Figur. Hat das schöne B von diesem Blacktron Welle 2 auf dem Torso. Und auf der Rückseite halt nicht bedruckt, sondern halt die Sauerstoffflasche. Genau. Ja. Das Schiff, wie gesagt, die Schiffe sind immer weiß, schwarz und mit Neon einsetzen. Das ist eigentlich ziemlich cool von der Idee her, finde ich. So. Hier bauen wir schon mal diese tollen Flügel dran. Und diese Flügeloptik, die dann hier sozusagen dran gesetzt wird. Ich mal gucken, ich meine, das waren die. So. Und so. Vorne kommt der hin. Also ihr seht schon, dass früher, ich weiß nicht, früher hat man das. Ich weiß nicht, ob das früher mal länger gedauert hat, als Kind das aufzubauen. Ich kann das gerade so schlecht sagen, weil ich finde, das geht jetzt alles hier so zack, 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 zack. Also trotz der alten Anleitung, wo quasi ja nicht steht, wo jetzt was ist. So. Zack. Gerade schon Panik gehabt, dass ein Teil fehlt. Dass ich irgendwo was vergessen habe. Da kommen Daten. Oh, sogar noch eine Data Plate drinne. Sehr gut. So. Das da hinten dran. Komm schon. Das dahin. Das hat nämlich hier auch einen coolen Schließmechanismus. Das ist nämlich quasi, wo man das quasi vorne richtig schön einhaken kann. Was man auch gut durchdacht hat, ist hier die. Ich habe eine einmal zwei Plate über. Das ist meistens nicht gut. Gleich mal gucken, ob ich irgendwo eine vergessen habe. Natürlich hat er hier keine Schusswaffe, sondern das ist nur ein Scanner. Natürlich.
Irgendwo eine 1x2. Ah ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, ich sehe schon. Gott sei Dank. Also, alles gut, alles auf Anfang. Zack. So. Setzen wir jetzt hier rein. Schön in die Mitte. Und dann kann man das hier zuklappen. Ich zeige euch gleich das, den Mechanismus. Nicht das Mechanismus, den Mechanismus. Ne, hier die Anleitung nochmal. Also, was haben wir hier? Wir haben hier ein kleines Raumschiff, was selbst einen Absturz überlebt. Ja. Also wir haben hier ein kleines Raumschiff. Wir haben hier hinten diesen schönen Kasten. Also aus der City-Welt sind das halt die Briefkästen. Wir können das hier aufklappen. Hier ist ein Datapad drinne. Andersrum, ein kleines Datapad drinne. Das ist das gleiche Datapad, was vorne genutzt wird zum Steuern des Schiffes. Das ist nämlich auch hier zu finden. Da ist es auch installiert. Und wenn ich das Ganze zuklappe, kann ich das Ding hier, ne, diesen Mechanismus hier draufsetzen. Und es hält. Also deswegen ist mir gerade runtergefallen, nichts passiert. Gut, an den Seiten ein bisschen offen. Könnte ein bisschen kühl werden im Weltraum. Hat hier diese Flügel, die kann man hier, wie man möchte, hoch runter machen. Ja, man hat hier diese Flügeleinheiten. Die sind nicht miteinander verzahnt, die beiden, der vordere, der hintere. Ja, das wäre dann das Set. Es gibt da noch ein paar größere. Ich greife hier momentan, glaube ich, immer nur die kleinen Sets raus, wenn ich hier reingreife. Aber egal. Weiter geht's mit der 6833. Jetzt kommt ein bisschen M-Tron. 6833, dann schauen wir doch mal, aus welchem Jahr das Set ist. Die Anleitung sieht nämlich aus, wäre es ziemlich alt. 1990 sieht die Anleitung aus. Ihr seht, die Anleitung ist sehr schön zerfleddert und beklebt und alles. Wir haben hier ein M-Tron-Mannequin. Das zeige ich euch auch einmal. Gibt es auch nicht so viel Besonderes, außer natürlich den coolen Torso. Ja, mit dem M drauf für M-Tron. Sonst weiße Arme, schwarze Hände und so weiter. Also auch nichts Besonderes. Rückseite ist da auch einfach der Rucksack. Dieser Sauerstofftank. Rucksack, Sauerstoff. Und gebaut ist das Ding meines Wissens auch recht schnell. Bei so wenig Teilen. So, diesmal sollte ich es vielleicht nicht wieder upscrewen. Muss ein bisschen immer gucken, weil hier sind nämlich Teile schon dran gesetzt, damit ich immer weiß, wo das jetzt genau nochmal hinkam. Hat aber auch noch recht alte Reifen, weil es halt noch, wie gesagt, weil es halt so alt ist, hat es noch diese alten Reifen. Was jetzt prinzipiell gar nicht so schlecht ist. Die sind halt so ein bisschen, die haben auch eine ordentliche Schwere, die Reifen, ne? Die haben ein ordentliches Gewicht. Dadurch wiegt das ganze Ding einfach ein bisschen ordentlicher, kann ich jetzt mal sagen. So. Da kommen jetzt hier schon die Reifen dran. Zack. Hier sind nämlich die alten, bei den Reifen ist das so, dass die von zwei Seiten dran gemacht werden können an diese, ich habe die vorne falsch eingebaut. Das erklärt einiges, warum das so komisch ist. Das muss so. Schön wundern, warum die Reifen nicht drauf wollen. Aber das ergibt schon Sinn, wenn ich das falsch rum dran setze. So. So können sie dran. Die haben nicht von der einen Seite hier Achsaufnahmen, also Kreuzaufnahmen. Und auf der anderen Seite, oh Gott, kriege ich jetzt ab. Passt hier da die Räder von den Kanonen rein. Also quasi hat man hier den Reifen einfach nur umgedreht und dadurch sieht der auch wesentlich dichter aus, ne, insgesamt, wenn man mal guckt, hier, ne, die sind ziemlich dicht, also dass man gar keinen Platz für eine Felge oder so hat. Und das macht es dann schon wieder irgendwie interessant und cool. Apropos interessant und cool, diese ganzen M-Tron-Geschichten, aber auch Blacktron-Geschichten der zweiten Welle, hier mit diesen Neon-Sachen überflutet, und das meine ich nicht negativ. Haben einen schönen Neon-Vibe. Und hier auch mit dem Schwarz-Rot, genau mit dem Schwarz-Weiß. Eine super Kombination. Einfach.
So. Dann setzen wir den mal auch rein. Gut dabei, ne? Jetzt 4 Sets in 20 Minuten. Ist eine gute Taktzahl, die ich hier habe momentan. Nur hoffen. Ja gut, das wird nachher anders natürlich sein. So. Warum der sein Funkgerät so komisch halten muss, weiß ich auch nicht. In der Anleitung sieht es anders aus. Gut, also die Anleitung, wie gesagt, die ist halt, hat bessere Tage gesehen. Hier ist der kleine Wagen. Der rollt nicht so gut, weil diese Räder auch nicht so gut rollen. Also der andere, den ich hier hatte von der Space Police, der rollte wesentlich besser. Wir haben hier sehr coole Details. Also wir haben erstmal Neon, ihr seht ja Neon über alles. Ja, und dann haben wir hier oben ein M-Tron draufgedruckt. Ich zeige euch nochmal hier Vergleich. Ne, das ist von Blacktron, da ist nichts draufgedruckt. Aber M-Tron hat ein M draufgedruckt. Ziemlich cool. Ja, sonst hat er hier auch diesen Bordcomputer. Moment. Hier diesen Bordcomputer aus dem anderen, aus dem Schiff von gerade. Hat hier hinten noch was Bedrucktes. Ne? Hier hinten, das, diese Streifen hier sind auch draufgedruckt. Ziemlich cool. Also keine Aufkleber, alles Drucke bei dem Set. Und ja, ist ein kleiner Wagen, aber auch hier wieder die Seiten offen. Natürlich, dass man an die Spielfigur drankommt. Hä? Mitgedacht. Apropos mitgedacht. Wir greifen wieder in die... Ah, jetzt kommt, glaube ich, mein größtes M-Tron-Set. Ich habe nicht so viele M-Tron- und Blacktron-Sets. Deswegen hatte ich das jetzt mal in den Stream geschrieben, weil ich der Ansicht bin, dass ich die heute eigentlich alle fertig baue, so in 2 Stunden. Das ist der Vektordetektor. Super Name. Von auch 1990, 56 Teile. Die Anleitung ist aber ein bisschen besser. Die Minifigur brauche ich euch nicht zeigen, weil das ist nämlich die gleiche M-Tron-Figur. Ne? Also auch hier M bedruckt in der Mitte, sonst normales Gesicht. Nichts Besonderes. Das Schiff selber ist interessant, weil das ist nämlich ein bisschen größer. Durch die Spannweite der Flügel kriegt das Ding nämlich noch so ein bisschen schöne Eigenoptik. Und das mit der Größe finde ich halt ziemlich schick, muss ich sagen. So. Einmal so. Und was M-Tron auch hatte, und das seht ihr hier schon, Magneten. Die fand ich auch immer cool als Kind, mit den Magneten zu arbeiten. Immer richtig cool. Und ich sehe da auch schon den nächsten bedruckten Stein, den ich schon gar nicht mehr auf der Rechnung habe. Auch schön. Also es ist wirklich scheinbar eine Menge Kram hier drin, was ich gar nicht mehr so in Erinnerung habe. Hier wird zumindest alles gerade schön gekontert. Immer wieder schön gegenkontern. Immer wieder ja, immer wieder schön alles. Das Ding ist halt dann auch massiv stabil, wenn so viel gegengekontert wird. Da muss man sich ja gar kein, also auch Bocker keine Sorgen machen, dass das in irgendeiner Weise auseinanderfällt beim Anschauen schon. Sondern diese Sets hier sind halt einfach auf, damit soll man spielen ausgelegt. Also jetzt wackelt ja auch nichts. Ich kann das hier hinten. Es ist halt ein massives Ding, dieses Schiff. Was ich gut finde. Ne? Ich will das jetzt hier nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird. Ich finde das gut, dass das so, also, dass das so gut immer gegengekontert und so weiter ist. Dass man einfach weiß, das hält, das Ding. Bin ich sehr, sehr positiv von angetan. Ich muss mal gucken, ob das passt. Ja, das passt. Schwupp. Ich finde, die Anleitung ist, ich habe ja immer gesagt, Anleitungen der alten Sets, die sind jetzt nicht so geil. Das stimmt. Aber ich muss jetzt hier mal zugute halten. Oh, der Stein, der klemmt ja fast gar nicht. Naja, gut. Ich muss hier aber zugute halten, dass die hier wirklich einfach sind. Und auch nicht wirklich viele Steine pro Baustelle dazukommen. Es ist immer noch übersichtlich. Ich hatte das bei den größeren Sets, mit den großen Anleitungen, habe ich das eher, weil das ist mehr so ein Fehlersuchding, ne? Wie hat sich vorher zu hinterher verändert? Aber das ist jetzt hier eher weniger der Fall. Ich habe irgendwo was vergessen, sehe ich gerade. Something's not right. Ich muss sie mal wieder runternehmen. Ich hatte nämlich hier ganz vergessen, dass hier hinten auch noch Flügel drankommen.
So. Ich gehe mal noch zurück. So viel zu der Anleitung, ne? Habe ich mich doch wieder jetzt hier. Was? Hochmut kommt vor dem Fall, oder wie heißt das so schön? Ich einfach mal stumpf übersehen, dass hier hinten noch Flügel dran kommen. So. Es ergibt dann auch Sinn, dass die dann hier hinten dran müssen und nicht vorne. So. Alte Dinger, die man eigentlich für Kameras genutzt hat und hier jetzt sozusagen für Antrieb sind. So, jetzt ergibt das wahrscheinlich auch alles besser Sinn, das zusammenzubauen. Einmal so. Einmal so. Genau, das ist das alle. Das ist das. Dann kommen die dahin. Einer so. Einer so. Also seht schon, das Schiff wird für. Also für 55 Teile ist das schon. Das ist das schon eine gute, ordentliche Größe, würde ich sagen. Da kann man irgendwie auch nicht meckern. Hier sind noch. Genau, hier sind noch Trans Clear. Trans. Neon Sachen drin. So. Das kommt einmal hier drüber. Damit ist das nämlich auch noch gekontert. Da kann das Schiff auch hier hinten anfassen, ohne dass es abfällt. Also der Magnet sowieso nicht, aber das hält hier. Sehr gut. Dann haben wir hier natürlich die Klappe. Habe ich hier einmal. Zwei, die da hochgehen. Einmal. Achso, das war die Geschichte. Da muss ich jetzt ein bisschen tricksen. So. Ich muss mich besser dafür hinstellen. Weil das muss man nämlich quasi auf eine Noppe draufsetzen, diese Stangen. Aber hinten auch eine C-Clamp damit bedienen. So. So, da kommen nämlich jetzt noch. Ah! Gott, warum geht die nicht dran? Da kommen noch C-Clamps so dran. Warum, zeige ich euch gleich. Da ist nämlich auch schön mitgedacht worden. Leider hat er hier. Also, die M-Tron haben immer nur Walkie-Talkies ausgerüstet. Und die Blacktron haben immer ihre Forschungslaser dabei, wenn ihr wisst, was ich meine. So. So, jetzt fragt ihr euch, was ist denn da los? Zeige ich euch gleich. Also, Anleitung kann ich wieder zusammenpacken. Flugzeug steht. Oder fliegt oder so. Also, das ist einmal das Weltraumschiff hier von M-Dron. Wie gesagt, das größte, was ich glaube, ich habe von den ganzen. Alles, was jetzt kommt, sind nur kleinere Sachen. Der Magnet hinten, wie gesagt, der ist halt schick, ne? Der tut auch immer noch. Hinten sind einfach nur zwei Studs drin in diesem Trans. Wir haben hier oben diese. Und die sind dafür da, dass hier das Cockpit nicht aufgehen kann. Also ich kann das jetzt quasi hier dran halten, ohne dass das Ding wie runter segelt. Wenn man als Kind so spielt, kann man das nämlich auch machen. Das fliegt nicht runter. Muss die erst zur Seite schieben hier oben. Dann kann man es aufmachen. Na, da ist wieder der Bordcomputer, ein Standard natürlich. Interessanterweise ist jetzt hier dieses Überding nicht mit einem M versehen. Warum, weiß ich nicht. Hier vorne ist dafür M drauf gedruckt. Auf diesem Dachstein. Wedgeplate. Ziemlich cool. Ja, sonst wie ihr seht, ziemlich viel Neon. Rot-Schwarz. Schicke Schiff. Fliegt aus dem Bild. Und ich greife nach der nächsten Tüte. Und wir kommen zu einem Blacktron-Set. Ich glaube, das ist nämlich mein größtes Blacktron-Set. Was ich besitze. Das hat nämlich richtig coole Reifen. Nämlich diese Dinger hier. Ordentliche Brecher sind das. Fast, ich lege mal eine Mini-Lego-Figur for Scale daneben. Das ist die 6851. Und. Ne, 6. Doch, 68. Habe ich mich vertippt? Moment. Ja, habe ich mich natürlich vertippt. Aus dem Jahr 1991 ist das Set. Und hat
32 Teile. Also ist auch nicht groß insgesamt. Anleitung, wie ihr seht hier, ist noch okayisch. Und wir basteln mal diesen drei Räder zusammen. Wir haben hier wieder eine Blacktron-Figur, die kennt ihr ja. Das ist, ne, genau das Gleiche. So. Auch wieder weiß. Ihr seht schon, weiß, schwarz, Neon, Feierabend. Ganz simpel gehalten. Zum Glück. Ja, also das haben jetzt keine bunten Teile oder sonstiges. So, das wird jetzt ein bisschen fummelig. Ich muss das mal eben hier rausziehen. Sonst wird das nichts. Ob ich die nicht vorher rausgebaut habe, weiß ich auch nicht. Aber gut. So. Das ist, wenn man das Teil verkehrt rumhält zur Anleitung. Dann baut man natürlich auch die Räder falsch dran. So ist das nämlich. Jetzt kommt das, der Kollege hier, der kommt hier hin. Ja, da war schon ein Teil fertig gebaut. Bisschen gecheatet, okay. Ist schon ein Teil fertig gebaut gewesen. Ich ergebe mich schon. Hände hoch. Ich hab da schon was gemacht. So, da kommt noch eine Plate drüber, damit das auch hält. Das heißt, das verabschiedet sich nicht mehr so schnell. Kommt noch eine 2x4. Hier hinten kommt noch ein Brick. Kommt noch das drauf. Hier das. Da haben wir diese coolen Laserdinger. Auch wieder Neon. Ich mag das einfach mit diesen Neon. Ist einfach schick. Einfach sagen, wie es ist. Es ist einfach schick. Da kommt der Bordcomputer drauf. Ja, ihr seht schon, also es ist auch wirklich wieder sehr, sehr schnell zusammengebaut. Hat aber, ihr hört das vielleicht auch mal, dieses Knacken. Das sind einfach die alten Teile, die noch so schwergängig einrasten. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass die Dinger, dass das hier ganz schick wird, das Set. Nämlich, jetzt sieht man nämlich hinten fast gar nichts. Man sieht einfach nur Räder. Also das ist hier einfach nur Räder, kann man zu dem Set sagen. Ja, hier ist es wirklich große Räder for the win. So, ich drehe das mal so. Große Räder for the win. Ja. 91 und ist eigentlich ganz schick. Ne? Und das rollt auch so smooth, also besser als das M-Tron-Set gerade. Diese Plastikräder rollen einfach besser. Ja. Sonst gibt es eigentlich viel zu sagen. Ne? Das sind diese ich glaube, hier sind es einfach die Räder, die es ausmachen. Die finde ich echt schick. Ne, da seht ihr, die haben hier sogar ein Loch. Ich glaube, da kann man von dieser Seite aber nichts aufnahmemäßig machen. Ne. Das hier vorne ist das halt schön geregelt. Ne? Das Rad steckt an der linken Seite von mir aus. Und die rechte Seite ist nur so als Fake davor gebaut. Das ist ganz cool gemacht. So, wir greifen in die Tüten. Viel kann ich nicht mehr haben. Sollte ich nicht mehr haben. Genau, hier habe ich ein Set zweimal. Nämlich von den M-Trons. Das ist die 6811. Der Pulsar Charger. Den baue ich jetzt mal. Versuche ich jetzt mal parallel aufzubauen. Ich habe nicht nur noch eine Einleitung, aber zweimal das Set. Das heißt, wir haben hier wieder zweimal einen M-Tron-Kollegen. Ja, zweimal einen M-Tron-Charakter. Und dann fangen wir mal an zu bauen. In der weisen Hoffnung, dass das ausreicht. Aber ich baue erstmal einen und ich gucke dann, ob ich für einen alles zusammen habe. Und dann gucke ich, ob ich für den zweiten auch noch alles habe. Ich meine, ich hatte zwei volle gehabt. Aber sicher ist es sicher. Und ihr seht schon, das ist ja wirklich schnell. Das hat hier einen super Sonderteil. Das zeige ich euch gleich. Habe ich jetzt gerade verbaut. Das ist es wirklich wert. Eigentlich. Also dafür ist es das eigentlich wert zu haben. Ich sehe nur gerade, das ganze Set schreit leicht nach. Es hat hier gestaubt. Wie gesagt, lag ja auch lange in der Kiste bei meinen Eltern.
Und habe ich jetzt hier wieder rausgeholt. Also, ja. Sehr staublastig leider das Ganze. Was ist das denn? Die C-Clam nicht mehr? Ah ja, jetzt. Mal ein bisschen leicht nachdehnen quasi. So, da ist der erste fertig. Ich zeige euch den gleich, wenn ich den zweiten auch zusammen habe. Beides zusammen. Und dann nochmal das Ganze. Aber wie gesagt, das sind so wenig Teile, die müsste ich eigentlich doppelt haben. Das sollte eigentlich passen. Zack. Und zack. Ich habe noch ein Set da drin, sehe ich gerade. Ein größeres, das größte von, also was ich, mit eins der größten vom Weltraum, was ich habe, nämlich ein richtig großes von Space Police. Das werden wir auch gleich noch zusammen dübeln. Das ist nämlich schon ein bisschen eine andere Geschichte als die Sachen, die ich jetzt hier gerade baue. Das dauert dann schon ein bisschen länger. Und dann schauen wir mal, wie weit ich dann bin. Dann müsste ich ungefähr vielleicht eine Stunde rum haben. Und dann gucke ich, ob ich dann noch Ice Planet anrühre oder nicht. Ich tendiere momentan zu ja, aber I'm not sure. So. Hier das. Zack. Lenkrad. Also wie gesagt, mit Funkgeräten kann sich die von M-Tron echt totschlagen gegenseitig. Nur sie haben sich nichts zu wehren. Dafür ist aber die Space Police da. Also, Anleitung ist okay. Hier ist das Flugzeug und die C-Clam kämpfe wirklich gar nicht. So, jetzt aber, oder? Ja. Ach so, so kann das ja auch nicht halten. Ich Vollidiot. Das muss ja auch hier draufstehen. Ja, ja. So. Zweimal. Ich zeige es immer euch an diesem Beispiel. Hier vorne haben wir dieses Formteil vom Schiff. Wieder mit dem M-Tron-Logo drauf. Vorne zwei Lichter. Sind ja kein Laser zum Schießen, ne? Lichter. Hier haben wir so eine Funkstange. Hinten haben wir dieses coole Antriebsdüsen-Ding auch in dem Trance. Diesem Neongrün. Und ich meine, das gab es nicht so häufig. Lasset mich schauen. Das gab es. Oh doch, ich nehme alles zurück. Das gab es in doch mehreren Sets. In über 100 Sets. Ich hatte jetzt gerade gedacht, das gab es gar nicht so häufig. Wie ist das denn mit den anderen Dingern? Mit der Stange. Es gab es auch in fast 400 Sets. Und hier die Dinger wahrscheinlich auch ziemlich häufig, ne? In fast 1000 Sets. Alles klar. Ich nehme alles zurück. Aber das Ding hier vorne, das gab es nämlich nur in 2 Sets. Laut Bricklink. Also quasi in einen Wagen, den ich nicht habe, der ein bisschen größer ist als das größte Schiff, was ich habe von M-Tron. Und halt hier. Ne? Das Ding müsste dann ja auch ein bisschen was kosten, ne? Lass mich schauen. Ne, 5 Cent. Das ist gar nicht so viel wert. Hätte ich jetzt gedacht, es wäre mehr wert. Aber es ist momentan 5 Cent auf Bricklink. Und gab es nur von 91 bis 93. Hätte ich jetzt mit wesentlich mehr gerechnet. Vielleicht nicht beliebt. Eigentlich ist es ja M-Tron, ne? Gut, also. 2 haben wir zusammengekriegt. Kommen hier auch rüber. Und wenn ich in eine Kiste greife, habe ich noch ein Set übrig. Und ihr seht schon, ich bin in einem größeren Umfang jetzt am Bauen. Denn wir haben hier die 6897. Das ist der Rebel Hunter. Aus 1992. 134 Teile nur. Okay, ich hätte jetzt gedacht, das wären wesentlich mehr. Aber das Schiff ist auch ein bisschen größer, weil es halt ziemlich viele große Teile hat. Deswegen auch in dem 3-Liter-Ding. Hier seht ihr die Anleitung. Die ist nämlich noch eigentlich ziemlich gut. Und das ist auch so eine schöne Aufklappanleitung. Wir haben hier einmal wieder den normalen Space Police Menschen, den ich gerade auch hatte, in dem Fahrzeug.
der Space Police Mensch. Und ich habe hier irgendwo, müsste hier noch ein Blacktron, genau. Hier ist ein stinknormaler Blacktron, der quasi gefangen genommen wird. Ich sehe auch gerade, es ist gar nicht komplett auseinandergenommen. Hier sind auch noch Sachen, die komplett zusammengesteckt sind. Also gut, ich habe das Set nicht richtig auseinandergenommen. Sonst, ich zeige es auch schon mal vorher. Hier ist ein Bordcomputer, der auch bedruckt ist. Auch ziemlich cool. Wir haben hier so ein Sonderteil zum Zumachen. Das kenne ich eigentlich aus den Helikoptern von City in Transclear Green mit Aufdruck. Sind beides Aufdrucks, die Striche und das Space Police Ding. Kein Aufkleber. Ansonsten haben wir nachher hier auf einigen... Wollte ich denn jetzt hier die Teile da? Hier sind solche Fliesen, die haben Pfeile drauf. Auch die sind bedruckt. Da gibt es zwei Stück, nämlich einmal für links, einmal für rechts. Was das genau bedeutet, zeige ich euch nachher bei den Spielfunktionen. Ansonsten haben wir hier noch diese coolen... Ja, es sind fast so Steinteile, auch in Transclear Green. Richtig schick. Und das ganze Ding auch nochmal inverted, aber dann halt nur in Rot. Ja, und wie ihr seht, hier sehr viele große Teile, damit das ganze Ding üppig wirkt. Aber das erste, was wir jetzt hier bauen, ist das Gefängnis für den Blacktron-Menschen. Und das werden wir dann mal genauer uns anschauen, auch die Funktionalität bei dem Blacktron, weil das halt, also mit dem Gefängnis, weil das eigentlich ziemlich cool gemacht ist, finde ich zumindest. So. Dupdi-dupdi-du. Hier ist ein bisschen rot mit drin, aber das passt zu Space Police auch so, irgendwie vom... Also es sind immer so zwei Grundfarben. Hier ist es jetzt grau-schwarz mit einer Trans-Clear-Farbe. Da ist es hier grün. Und dazu kommen dann noch so Akzente. Die sind hier rot. Ne? Bei denen hier ist es halt weiß-schwarz mit dem Neon dabei. Und hier ist es halt immer rot-schwarz mit dem Neon dabei. Und hier ist es jetzt halt grau-schwarz mit dem Neon und dazu ein bisschen rot. Also, weil die auch ein bisschen neuer sind, die Sets. Die sind ja, ne, wie ich ja gerade sagte, so 93, 94. Und dadurch haben die halt nochmal so einen etwas anderen, Farbanstrich, sage ich jetzt mal. Und geben dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr... Sind ein bisschen bunter, aber halt auch nicht so bunt, dass man sagt, Farbseuche. Ist noch vertretbar, okay. Weil es auch so akzentmäßig drinne, akzentmäßig vorkommt. Und nicht irgendwo drinnen versteckt wird. Also, dass man jetzt irgendwie ein Leimgrün oder so hat. Sondern hier hat man wirklich, das alles schön zusammen. Die insgesamte Wahrnehmung von diesem Space Police, ich fand das cool. Aber es gab von den Grünen nicht so viel, Nachfolge. Ich meine, es gab einen Satz und dann kamen, glaube ich, nochmal zwei, drei Sets nach und dann waren sie auch schon wieder weg. Leider. Leider, leider. Eigentlich mochte ich das immer. Ich habe ja nie so wirklich viel Weltraum. Ich hätte ja lieber, wie gesagt, Piraten und Ritter. Aber das fand ich irgendwie schade, weil also die fand ich cool mit diesem Grün da drinne und so weiter. Das hatte irgendwie was. Aber scheinbar sollte es nicht sein. So, wir haben jetzt hier das Gefängnis. Halt, ich muss da eben noch zwei... Plate Modified anbringen. Das ist die zweite. So. Das ist jetzt so ein kleiner Kasten. Den kann ich hier an der Seite aufhebeln. Und dann kann man hier die Figur reinlegen. So. Und dann ist der da jetzt quasi drin gefangen. Von der Polizei mitgenommen. Und wir fangen jetzt mit dem großen Flugzeug an. Darauf freue ich mich. Ah, deswegen habe ich die auch nicht auseinandergenommen. Haha! Ergibt Sinn. So. Deswegen habe ich die nicht auseinandergenommen, weil man die quasi sowieso wieder im ersten Bauabschnitt braucht. Das ist die eine Seite. Also, wie gesagt, das Schiff wird schon ziemlich groß. Und für 140 Teile
glaube ich, fand ich das immer sehr groß. Wir gucken uns das gleich mal an. Ich meine, ich hatte das in Erinnerung, dass hier die Scharniere halten auch überhaupt gar nicht. Die sind natürlich alle irgendwie ausgeleiert, weil ich das auch viel. Also hier das eine Scharnier hier, das hält gar nicht. Das ist alles, naja. Not so good, sagen wir mal so. Und jetzt kommt das, was ich am meisten hasse. Wir legen erstmal nur Sachen hin, aber verbauen es noch nicht. So, jetzt wird es. Hier auch einmal Dreierplates. Die waren, glaube ich, zu damaliger Zeit dann wirklich recht neu gewesen. So ist das, glaube ich. Die sind dann irgendwann mal sind die aufgekommen, die einmal Dreierplates. So. Ich hoffe, das wird noch irgendwie gekontert. Okay, das kommt so. Das kommt so. Passt das? So, müssen wir mal gucken, meine Lampen, damit das hier mit der Kamera, mit der Scharfschaltung passt, habe ich leider das Problem, dass die Kameras immer sehr blenden und ich dann nicht so ganz gut immer auf meine Anleitung gucken kann hier. Aber auch das kriegen wir irgendwie hin. So, jetzt ist das vorne schon mal gut gekontert. Jetzt brauche ich nur noch welche von diesen. Da ist der vierte. Zack. Jetzt kommt halt grau drüber, also grauer Grundanstrich, sage ich jetzt mal. Und jetzt darüber halt, jetzt wird hier. Und wieder wird ordentlich gekontert. Das erfreut mein Herz. Hier wird vier Plates breit gekontert. Das heißt, jetzt ist vorne stabil. Aber sieht, hier hinten geht das schon in alle Richtungen. Ja, das ist halt schade, dass die Gelenke so ausgelutscht schon sind. Aber muss auch überlegen, wie gesagt, es ist von 92. Wir haben jetzt 22, ist 30 Jahre alt, das Set. Und wurde damals auch ordentlich bespielt. Ja, ist ja nicht so, dass ich gerade erst das Set aufgemacht habe, sondern dass das natürlich schon benutzt wurde. Und ich weiß auch nicht, ob das 100% die Teile waren, die damals dabei waren, weil das kam ja alles aus einer großen Kiste und hier sind ja auch eine ganze Menge Flügel. Es kann ja auch sein, dass Flügel von einem anderen Schiff sind und so, das kann man halt nicht nachvollziehen, ne? Das könnte man nur nachvollziehen, wenn man wirklich das Ding jetzt auspacken würde. Aber da würde man natürlich. Die Lego-Sammler würden dann quasi in Terror schreien, wenn man so ein Set jetzt einfach mal so aufmacht für so ein. Ich mach das mal eben auch für so ein entspanntes Bauen auf Twitch. Das würden Leute, glaube ich, nur machen, wenn sie, keine Ahnung, 1000 Zuschauer hätten, um dann zu sagen, jo, alles klar. Aber. Auf dem. Ist hier vorne auf dem, ne? Auf dem. Also, dass das hier sich immer wieder bewegt, das geht mir auch ein bisschen auf den Nerven. Also beim Bauen stört das schon ein bisschen, muss ich sagen. Es wäre schön, wenn das nicht so wäre, aber. Hier vorne haben wir ein Formteil. Das habt ihr, wenn ihr Aquazone gehabt habt. Kennt ihr das? Weil das sind nämlich auch für die Aquazones und für die Aquasharks. Die jeweiligen Cockpits gewesen. Da kam das nämlich auch drin vor. Das haben wir hier hinten kommen jetzt die drauf. Zack. Zack. Also sieht schon, das Schiff wird schon ziemlich lang. Vorne kommt auch noch einer drauf. So, ne? Ja, sieht danach aus. Jetzt wird das Schiff noch schön in die Breite getragen. Durch quasi die hier angedeuteten Flügel trägt man das Ganze halt noch ordentlich in die Breite. Macht das Schiff halt noch voluminöser. Was ja prinzipiell, wie gesagt, nicht schlecht ist.
Aber wenn man natürlich immer nur mit großen Formteilen arbeitet, ist halt die Frage, wo kann man die woanders noch nutzen? Also jetzt dieses hier, das gilt irgendwie als Säulen, wenn man irgendwas baut, wie Unterführung oder so. Ne? Dafür, ich glaube, da kommen die auch original her aus der City, von solchen Unterführungsdinger. So, jetzt kommt hier ganz viel Technik. Ich war ja nie der Technikfreund als Kind. Konnte da nie was mit anfangen mit Lego-Technik. Bin ich, glaube ich, auch einer der wenigen. Die meisten waren immer so, ah, Technik war so toll als Kind und bla. Aber ich habe immer, als ich alt genug war, um Technik zu nutzen, habe ich irgendwie mit Lego komplett aufgehört gehabt. Da war ich dann irgendwie raus. Ah, nee, warte mal, die müssen andersrum. Die nee, Triebwerke waren doch richtig. War gerade irritiert, aber nein, die Triebwerke waren richtig dran. So. Und nochmal die Seite. Zack. Und auch noch ein Triebwerk. So. Ah. Das sitzt. So. Vorne muss ich noch den da drauf und den. Ah, komm schon. Da drauf. Jetzt noch ganz vorne. Ein paar Kleinigkeiten drauf. Setzen Richtung Cockpit. Auch mit C-Clamps. Aber ein bisschen so, dass man nämlich da gleich Stangen dran klemmen kann, aber die auch festrastet. Also nicht nur geklemmt, sondern dann auch auf eine Noppe aufgesetzt. Zeige ich euch gleich, wenn es soweit ist vorne. So, und jetzt kommt hier das Interessante. Jetzt werden hier nämlich Technikstangen durchgeführt, von vorne nach hinten. Das hat nämlich einen einzigen Grund. Nämlich, dass das Ding sich nicht in alle Richtungen bewegt. Weil mit diesen Technikstangen dübel ich das jetzt quasi fest auf eine. Ja, jetzt geht das hier nicht mehr so gut auseinander. Jetzt müsste ich das so machen, ne, dann kann ich es zusammenschieben, das Schiff. Und so machen. Aber es geht jetzt hier hinten nicht einfach so willkürlich in irgendeine Richtung. Sonst kann ich nur nach vorne, nach hinten bewegen. Also quasi wie an Schienen geführt. Halt gut mitgedacht, dass dann nämlich nicht das Problem entsteht, dass man irgendwie sagt, hey, was ist denn das jetzt so, ne? Also, mein Schiff bewegt sich andauernd in irgendwelche Richtungen, wo es nicht soll. Sondern so ist es schön stabilisiert. Und damit mir nämlich die Stangen nicht flöten gehen, werden jetzt hier Bricks hingesetzt. Auch hier alles, das Grau, alles noch das alte Light Grey, kein Light Bluish Grey. Also auch, wenn man es kaufen würde, etwas teurer als die Light Bluish Geschichten, weil die werden ja immer noch produziert von Lego. Die alten Light Grey Sachen werden von Lego nicht mehr produziert. So, und jetzt zeige ich euch das hier vorne. Hier ist eine C-Clamp, ne? Hier ist eine C-Clamp. Also setzt man das jetzt rein. Und hier hinten ist eine Plate Modified mit Noppenaufnahme. Und dann schiebt man das nämlich da drauf. Und so bleibt das nämlich dann quasi in Richtung. Dafür ist es nämlich gedacht. So. Einer von beiden ist hier schief. So. Ja, so passt's. Ah, ich bin doch gleich schon durch mit Bauen. Hat das jetzt 20 Minuten gedauert? Ja, fast. Fast. So, hier vorne kommt natürlich dann die lange Scheibe drauf, damit das schön abschließt. Jetzt wird hier noch das überbaut, dass man das einfach nicht sieht. Auch schön gelöst. Ne, man verkleidet das hier. Aber ohne, dass man jetzt drunter irgendwie, wie gesagt, bunte Steine hat, sondern es wird einfach nur entspannt verkleidet. Zack. Zack. Und hier kommt nämlich gleich noch einen Druck zum Einsatz. Den habe ich gerade ganz vergessen am Anfang zu zeigen. Hier sehe ich noch eine Fliese, wo auch Space Police draufsteht. Die kommt hier drauf, damit nämlich beim Cockpit öffnen und schließen man nicht jedes Mal das in der Hand hat. Und dann hat man hier die Minifigur. Mach das einmal auf. Ah, komm schon. So.
Setz sie hier rein. Mach das zu. Hat dann hier das Raumschiff. Ihr seht eine große Lücke. Jetzt kann ich das hier links und rechts einklappen. Setz das runter. Dann kann ich einmal mit dem Schiff auch so fliegen. Natürlich jetzt ein bisschen komisch und brachial aus, aber man könnte dann theoretisch ihn anfassen. Ne, das, diese Stangen ergeben das dann, dass man hier einfach schön hinten herfliegt. Man kann aber das Ding natürlich auch nehmen. Achso, ich hätte ihm das vielleicht in die Hand geben sollen. Na, egal. Jetzt kann man das Ding nehmen. Und das fand ich damals als Kind cool. Ihr seht, ich lege das ja hier hin. Zack. Kommt das Schiff, fliegt drüber. Jetzt kann ich das so nach links und nach rechts schieben und wir heben wieder ab und nehmen den mit. Gefangenentransporter. Das packe ich hier mal oben drauf. Jetzt habe ich hier einen Gefangenentransporter. Man kann den jetzt hier schön auch an der Seite anfassen und damit rumfliegen. Und das ist eigentlich ein schickes Schiff, ne? Erfüllt eigentlich alles, was ein Schiff hat. Hat so eine schöne Spitzform nach vorne. Hat breite Tragflächen. Fliegt. Ja, ist in Ordnung. Ne? Ist in Ordnung. Hier wird auch nochmal eine Anleitung gezeigt, wie dann quasi der böse Blacktron-Mensch auch eingekeckert werden soll. So, ich habe gerade keinen Platz mehr. Wir haben es jetzt 11 Uhr 57. Guardian, grüß dich. Ich mach mal noch ein paar Ice Planet. Guardian, wie geht's dir? Alles gut? Hoffe ich. Soweit. Ich habe hier, da seht ihr, das ist das große, das werden wir heute aber nicht mehr bauen. Ich habe aber hier in dem großen Karton noch kleine Sets drin. Und ich glaube, mit denen, ich habe hier sogar noch den Blister, meine Freunde. Der Blister. Für Sammler natürlich dann immer. Oh, da ist noch der Blister. So, lass uns mal gucken, das gehört, glaube ich, dazu. Hier haben wir einmal so eine Raupe. Hier haben wir einmal so einen kleinen. Hier haben wir noch einen kleineren. Und hier haben wir auch noch einen kleinen. Das hier gehört alles zum Großen. Genau wie Staub. Ich kann das ja mal kurz hier anteasern. Das ist der Große. Der wird in mehreren Abschnitten gebaut. Die kann man auch modular, wie ihr unten seht, zusammenstecken oder auseinanderziehen. Sehr, sehr cooles Ding. Ja, geht mir genauso. Ich habe heute Nacht auch echt nicht gut gepennt. Also es ist einfach Staub. Es ist einfach zu warm. Ätzend. Obwohl, momentan geht's draußen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Jetzt geht's hier wieder draußen. Aber Dings war Katastrophe. Ich war gestern Abend noch einkaufen um 22 Uhr und es war einfach Katastrophe draußen. So, wir fangen mal mit dem kleinsten an. Auch von 1993. Von Ice Planet. Unglaubliche. Haltet euch fest. 9, 10 Teile. Da musste ich sogar die Tüte abschneiden zur Hälfte, damit die nicht zu groß ist. Ihr seht schon, das ist eigentlich ein Polybag heutzutage von der Größe her. Hat aber, und jetzt kommt wieder das Coole, diese Neon-Geschichten. Auch hier wieder diese Dreifarbigkeit drin. Ne? Hier ist es aber immer weiß-blau, bisschen schwarz und dann immer die Neon-Geschichten. Und ich fange mal an mit der Minifigur, weil die waren damals nämlich auch richtig cool. Erstmal hatten die andere Gesichter, die hatten ein anderes Helmvisier und ein super Torsobrett. Da ist eine Figur der Ice Planet Serie und diese hat eins der Gesichter, nämlich so leichte graue Haare, die ins Gesicht fallen. Ja. Sehr, sehr schick. So, wir bauen den Kollegen. Ich denke mal so bis 12:30 baue ich noch. Dann muss ich mich auch fertig machen. Denn ich fahre heute zum ersten Mal ins Stadion und gucke mir mal ein bisschen Football live an. Ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt, aber das werde ich dann rausfinden. Wenn es mir nicht gefällt, war es das halt wieder. Das ist mal ein Test für 25 Euro. Einfach mal gucken. Ja. Galactic Mediator. Ist das der große? Galactic Mediator. Ist das der ganz große?
war das der, den ich gerade hatte? Ja, mit zwei Zellen. Siehst du, ich habe nur den mit der einen Zelle. Das Größere habe ich nicht. So, das waren jetzt 24 Teile. Ich kenne viele Leute, die den ganz großen haben. Aber ich hatte leider nie das Glück. Ich habe meistens immer nur die kleinen Sets. Ich bin ja froh, dass ich so viel von Ice Planet habe. Von der es auch nur diese eine Serie gab. Diese eine Runde. Und dann ist das ein paar Jahre drin geblieben. Und dann ist das komplett wieder rausgeflogen. So. Ich zeige euch mal nämlich das Coole an diesen Sets von damals. Erstmal, die haben Skier. Ja, wir haben nämlich die Skier. Die kann man an die Füße dran machen. Und dann kann man mit denen nämlich ganz entspannt diese Eisgeschichte nachspielen. Die haben hier so eine Art Kettensäge in Neon-Orange, womit die quasi das Eis kaputt machen können. Problem ist, dieses Auto lenkt sich durch die Kettensäge. Das heißt, sie wird durch die Kettensäge, das ist wahrscheinlich so ein Auto, was irgendwie so einen Berg reinsägt. Und das war's. Ja. Ich stelle das mal weg. Das ist ein bisschen verwirrend. Dann als nächstes ist die 6834. Das ist der Celestial Sled. Kostet 3 Euro. Wenn man neu verpackt, habe ich gerade gesehen, war Bricklink 95 Euro. Für ein 44-Teile-Set. Ja, 44 Teile. Auch aus 93 sind die ja alle. Wie gesagt, es gab ja nur die eine Runde. Wir haben hier einmal den Kollegen. Und der hat hier nämlich diese richtig coolen langen Skier auch noch drunter. Also da hat man wirklich alles mit Ski gemacht. Die Figur hier ist die zweite Figur, die es gibt. Die dritte Figur habe ich nur im großen Set. Nämlich hier auch wieder netter Torso. Aber das Gesicht, das hier ist nämlich der, sag ich mal, Veteran. Oder bei dem ist alles schon mit Eis belegt und erfroren, der Bart. Genau, und das bauen wir jetzt mal zusammen. Wie gesagt, weil diese Geschichte mit diesen Skiern, das hier ist halt, das sind die großen Skier. Die finde ich richtig cool. Zwei Noppenaufnahme, sonst ist einfach ein großer Ski. Es hat irgendwie dieser Serie so den besonderen Flair gegeben, diese ganze Eisgeschichte. Fand ich auch prinzipiell einfach gut gemacht. So, das hat man sonst im Weltall nicht so gehabt. Ne? Sonst war es immer nur Planeten erforschen und so weiter. Aber hier hatte man dann halt mit diesem Eis sich noch so ein schönes, wie sagt man so schön in der Wrestling-Welt, Gimmick einfallen lassen. Ja, und das wird jetzt auch, also wie gesagt, das ist ja jetzt kein großer Bauaufwand. Aber auch hier wieder, seht ihr, weiß, weiß, blau, mit leicht schwarzen Akzenten und sonst halt die ganze Neon-Geschichte, die hier reinwandert. Und ich sehe gerade, wir haben hier auch einen anderen bedruckten Bordcomputer. Kommen wir aber gleich zu. Da kommen wir gleich zu. So. Einmal so und einmal so. Ich guck mal eben. 6932. 6932. Ah ja! Oh ja, der ist wirklich. Der ist noch ein paar Serien davor. Der ist auch schick und groß, aber den hatte ich jetzt nicht groß gehabt. Da, also, als die Zeit so war, was du jetzt sagst mit dieser 6932 und so, das war so die Zeit, wo ich gesagt habe, Space interessiert mich nicht so. Alles in Ritter und Piraten und so war dann interessant für mich. Erst als diese Geschichten kamen, jetzt hier mit Blacktron, M-Tron, Space Police, Anfang der 90er, da wurde das halt ein bisschen mehr interessant für mich. Ich sehe, hier sind sogar eine ganze Menge bedruckte Sachen. Da würde Lego heutzutage aber ausflippen, wenn die so viel bedruckte Sachen in solchen kleinen Sets packen. Hier sind, glaube ich, gar keine Aufkleber dabei. Merke ich gerade mal. Stimmt, sind ja keine Aufkleber dabei. So, das ist das Vorderding. Sieht nämlich aus wie ein großes Raumschiff, aber es ist
ein kleiner Gleiter plus ein ja, Satellit, der dabei ist. Den der aufgestellt werden kann. Damit der natürlich auch Signale sendet an seine Freunde von Ice Planet. Oder halt um Hilfe ruft bei der Space Police. Kann man ja alles dann spielen. So. Das. Diese, wie gesagt, diese Neon-Sachen finde ich einfach super. Einfach very schick. Halt, da müssen erst Jumper-Plates hin. Ich war einen Schritt zu weit. Jumper-Plates. Plate modified. Halt. So. Schade ist immer, dass diese Stangen. Ich habe einige auch gefunden, die leider verbogen sind. Aber das kommt mit dem Alter. Oder auch, weil man als Kind damit gespielt hat. Und dann haben die halt mal was abbekommen. Das bleibt leider nicht aus. Doch, das ist schwarz. Ich habe mich gerade gefragt, ob das schwarz ist oder ob das hell oder Dark Grey, aber ich glaube, zu der Zeit gab es noch gar kein Dark Grey, da gab es nur normales Grey. Also kann das nur normal Grey sein oder alles, was ich sehe, ist, dass es staubig ist. Das sehe ich wohl. So. Besser. Frag mich nicht, warum ich Pinsel hier habe. Ich habe einfach Pinsel hier. So. Da ist er fertig, der Renner. Ich denke mal, den nächsten schaffen wir noch. So, da ist der, hier das Fluggerät. Hat hier hinten, das kann man drehen. Ist okay. Hier, wie gesagt, ich kann das hier hinten so schön abnehmen. Ist nämlich nur gesteckt. Und dann kann man das hinstellen. Und das Schöne ist, hier ist so ein Pfeil, damit man auch als Kind weiß, alles klar, hier muss der wieder dran gesteckt werden. Bedruckt außerdem. Und dann kann man ihn hier hinten wieder dran stecken. Und dann sieht das aus wie ein Gefährt. Hier sind auch wieder die Skier bei. Wir haben hier vorne einen Bordcomputer bedruckt. Wir haben hier vorne die Wedgeplate bedruckt mit dem Ice Planet Symbol. Alles bedruckt. Keine Aufkleber. Und wie gesagt, und hier die coolen Skier. Alles bedruckt. Kann nichts sagen. So, der kommt auch an der Seite. Zum Abstauben, klare Sache. Ja, aber nicht jeder hat halt, ne? Also. Nicht jeder hat hat immer einen Pinsel bereit, wenn er wieder Lego anfasst. Hier, ne? Andere Leute haben halt, keine Ahnung, immer Milch dafür ihren Kaffee. So, das ist die 6879. 6879. Das ist der Blizzard Baron. Hat 76 Teile. Natürlich auch von 1993. So, wenn ich den fertig habe, schauen wir mal, wie es zeitlich aussieht. Ich dachte, ich muss um 15 Uhr fängt das Spiel an. Weiß nicht, wann ich dann genau da sein muss. Aber hier seht ihr auch hier die Anleitung. Halber Kasten. Hier ist wieder der Weltraumtyp vom ersten Mal dabei. Sieht man auch an dem anderen Torso wieder. Ne? Das ist dieser andere Torso. Den stelle ich jetzt nicht vor. Sondern ich baue jetzt erstmal, damit ich noch möglichst viele Sets im Stream schaffe. Um dann. So. Um dann mal. Vielleicht auch noch den anderen Wagen zu schaffen. Dann habe ich nämlich nicht mehr so viel auf der. Auf der Liste. Weil ich. Es klingt komisch, aber ich habe bei YouTube ja immer vorproduziert. Ganz, ganz viel vorproduziert. Und ich bin jetzt so weit, dass jetzt Dienstag noch ein Video rauskommt, dann habe ich keine Videos mehr für YouTube. Also muss ich jetzt halt erst wieder anfangen, Sets zu bauen. Deswegen baue ich jetzt die Sets hier, dass ich die einzeln alle reviewen kann für YouTube und dann Videos draus mache. Ja. Ist mir irgendwie untergegangen. Ich habe halt immer vorproduziert und habe dann einfach gesagt, jetzt lasse ich einfach mal laufen. Ja. Und Krux der Geschichte ist, dass die Dinger
Also, dass mir jetzt quasi das Material ausgeht. Und ich ja noch Sets habe. Ist ja nicht so, dass ich keine Sets mehr habe. Hätte ich keine Sets mehr, hätte ich irgendwie auf YouTube gesagt, keine Ahnung, ich minimiere auf ein Video pro Woche. Aber solange ich von den alten Sets noch was habe, die hier, Ritter, Piraten, diese, also ich zeige jetzt quasi immer nach da oben. Das sieht natürlich keiner, aber da oben sind die auf dem Schrank. Und neue Sets, Star Wars Sets aus 2003, 2004 oder so, die ich modifiziert habe. Neuere Star Wars Sets, noch eingepackte Sets. Alles quasi. Also ich habe noch zu viel. Auch zum Abstauben, Guardian. Auch zum Abstauben habe ich zu viel. Aber ja, ich habe einfach... Gut, man würde jetzt sagen, als Klemmbaustein-Fanatiker, man hat niemals zu viel. Man hat niemals genug Klemmbausteine. Ich wollte das jetzt auch eher darauf ummünzen, dass ich für meine jetzigen Wohnverhältnisse zu viel Klemmbausteine habe. 32 Quadratmeter sind nun mal 32 Quadratmeter. So. Und hier werden jetzt kleine Skier genommen und die werden quasi jetzt hier drunter geschnallt, damit das Schiff dann quasi damit landen kann. Oder sich bewegen kann. Auch eine sehr interessante Idee, das so zu machen und nicht das irgendwie den großen Skiern zu regeln. Weil diese Skier haben oben, seht ihr hier zwei Aufnahmen, dass man die hier wunderbar in diese Plate Modified stecken kann. Macht das Ding aber auch ein bisschen flexibler, wenn es jetzt sozusagen auf Hürden hinzukommt. Dann kann man nämlich diese Skier hoch und runter machen, natürlich. Und das führt halt dazu, dass das Schiff mit hoch und runter gehen kann. Also ein bisschen dynamisches Schiff, ne? Ja, wenn die Sachen zu lange stehen, dann ist es auch teilweise, dann hast du nicht nur Staub und so weiter. Kommt auch immer darauf an, wo es gestanden hat. Ne? Jetzt zum Beispiel, mein Problem ist hier, dass ich immer sehe, dass das nicht zu viel zustaubt oder zu lange zustaubt, da ich hier ja in meiner kleinen Bude auch selber koche. Und dann hast du den ganzen Sachen noch in der Luft, Fett und so weiter. Dass das bloß nicht sich darauf ablegt, weil dann musst du nämlich wirklich richtig schrubben, um den Kram sauber zu kriegen. Und das möchte ich halt vermeiden. Deswegen lieber einmal mehr pro Woche abstauben. Eine andere Person aus der Klemmbaustein-Community hatte mir mal gesagt, dass er es so macht, dass er sich so einen kleinen Kompressor gekauft hat, den er nutzt, um die Sachen abzustauben. Kann man auch machen. So, jetzt sieht man, hier sieht man mal das Problem, wenn die Sets einseitig im Dings da standen. Schön weiß. Schön vergilbt. Ja, das, hier seht ihr den Unterschied. Der hier ist leider sehr vergilbt. Ich habe aber leider keinen anderen gehabt, also muss man mit dem arbeiten. Aber wie gesagt, es sind halt auch alte Sets. Und da es ein weißes Teil ist, kriegt man die ja normalerweise wieder ganz gut entgilbt. Habe ich jetzt nicht gemacht. Das soll dann die Person machen, die das kauft. So mache ich dann nämlich auch nichts kaputt an den Teilen. Oder, keine Ahnung, mache irgendwas, was man nicht machen sollte, sondern das überlasse ich dann der Person, die es kauft. Kriegt ja dazu auch die Info, dass es vergilbt ist. Und soll dann das quasi selber sich drum kümmern. Weil, solange ich es nicht behalten will, sehe ich da halt jetzt keinen Mehrwert für mich, das unbedingt da auf da jetzt auch nicht hinzusetzen und irgendwie Chlor oder was man dann nimmt. Retro Bright, whoop. Ist das jetzt ein spezieller Hersteller, der sowas sauber macht? Also für so eine Saubermach-Dings da ist? Oder meinst du mit Retro Bright, weil es jetzt so aussieht, dass es so dieses Retro-Weiß ist? So. Falsch rum reingesteckt. Aber ich, ja, also mich stört das zum Beispiel gar nicht, mit der, dass sie vergilbt sind. Das zeigt einfach, dass das Set halt, also dass das halt benutzt wurde. Und ich bin ja irgendwie der Meinung, obwohl ich auch noch einige habe, die zu sind, die Sets, aber eher auf
Ach so, Retro Prime nutzen, um das Gelbe zu empfehlen. Wieder was gelernt, vielen Dank, Guardian. Ich bin da aber sehr, wie soll ich sagen, sehr gemütlich und sage, naja, das zeigt ja, dass die Sachen genutzt wurden und da ist es in Ordnung, wenn die leicht vergelbt. Schade ist es eigentlich, dass bei mir auch die einige blaue Sachen anfangen zu einen Gelbstich zu kriegen und bei einigen grauen Sachen hatte ich das auch. Und da stand nämlich im Internet, dass man da halt nicht irgendwie solche Bleiche nutzen kann, weil sonst geht die Farbe da auch noch raus. Also es ist so ein, ne? Wie mache ich es denn noch schlechter, sozusagen? Wie kann ich das jetzt noch mehr, oder wie sollte man es auf keinen Fall anfassen, damit man es nicht noch mehr versaut? Deswegen habe ich dann da auch gesagt, klar, von vornherein gesagt, da lasse ich die Finger von. Gesagt, und da gibt es ja genug Leute aus der Community, die das professionalisiert haben für sich. Und das ist meiner Meinung nach ja auch immer so, wie es einem gefällt. Also würde ich die jetzt theoretisch behalten, würde ich die jetzt auch nicht mit diesem Retro Bright oder so, würde ich das auch nicht jetzt wieder bleichen, sondern ich würde das einfach lassen, wie es ist. Das ist meiner Meinung nach so der das Realitätsding, wie es einfach aussieht. So. Das. Ne, was mache ich denn jetzt? Das muss so und der da drauf. Und das muss so. Und das da dran. So. Und das wird zusammengesteckt. Und dann kommt noch der Fahrer da rein. Auch hier wird wieder. Werden wieder. Sachen zusammengesteckt. Hä? So hätten das nicht. Hä? Jetzt bin ich auch maximal verwirrt. Das müsste doch eigentlich halten. Warum fällt mir das ab? Ach so. Ich muss das. Ja, ich bin blöd. Ich muss das auch eine Reihe weiter nach hinten setzen. Das ist eine Mischung aus Wasserstoffperoxid und da kommt das Plastik. Da kommt das Plastik rein, so eine Art Wasserbad. Nimmt man UV-Lamp. Ah, okay. Aber das kannst du mit farbigen Teilen wie blauen Teilen und grauen Teilen hast du doch eher das Problem, dass dann das Blau und Grau auch rausgeht, oder? Weil Wasserstoffperoxid ist doch Bleiche, sozusagen. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Führt das dann nicht dazu? So. Wir haben jetzt hier das Raumschiff fertig gebaut. Das ist Raumschiff. Hinten wieder so ein kleiner Sender drauf, der, den man wieder abziehen kann hier, ne? Kann ich wieder abziehen, kann ich irgendwo hinstellen. Können die wieder funken oder Forschungsergebnisse weitertragen. Wir haben hier wieder so eine Kettensäge, diesmal an so einem blauen Ding dran. Ziemlich cool. Wir haben vorne wieder bedruckt für Ice Planet. Wir haben hier drinne die Fliese vom Control Center sozusagen bedruckt. Die haben wir noch ein zweites Mal, nämlich sieht man jetzt natürlich wieder nicht. Hier hinten dran, da ist auch die Fliese drin. Also zweimal die Fliese, auch bedruckt. Auch wieder keine Aufkleber in dem Set. Lego. Irgendwie ging es ja mal ohne Aufkleber. Klar, man hat hier immer sehr viele Sachen reused. Ne? Also dieser Stein kommt ja jetzt in jedem irgendwie vor von den Ice Planet Geschichten. Aber ist jetzt nicht zwingend negativ. So, das nächste wäre jetzt die 6898. Ich guck mal, wie viele Teile die noch hat. Das ist nämlich eine Rakete, die man baut. 129. Hä, hat das weniger als das andere? Okay. Dann bauen wir das noch. Den bauen wir noch, dann machen wir Feierabend. Dann haben wir auch eine ganze Menge gebaut. Ich hole dann gleich nochmal alles ins Bild, was wir heute gebaut haben. Für so einen Abschluss. Dann sieht nämlich zum Beispiel Guardian auch, was ich schon alles gebaut habe. Ah, die Rakete ist sogar noch zusammengebaut. Sehr gut. Dann kann ich euch die nämlich auch mal zeigen. Sogar mit Magnet und allem. Hier ist dann wieder der gleiche Typ mit dieser Friese dabei, der so einen Seitenscheitel da hat. Den weißen Hahn. Ist jetzt schon das dritte Mal, dass die Figur ab. Hier ist die Rakete. Ihr seht hier leider auch ein paar vergibte Steine in der Mitte.
hat einen Magneten, dass man die gut transportieren kann, aber sonst ist das halt quasi eine Rakete, die startet. Auch hier diese Round Bricks in Trans Orange. Und Staub. Staub aus dem Elternhaus, frisch mitgebracht. Und das ist nicht nur Staub, hier ist sogar richtig Schmodder drauf. Das heißt, da muss ich mal richtig sauber machen, sehe ich hier die Rakete. Zeige ich jetzt mal nicht in die Kamera. So. Ja, für, ja, weiß bis Beige, ja, ja. Das hatte ich mir nämlich, das habe ich nämlich befürchtet, dass das für die anderen nicht gilt. Interessant, dass das weniger Teil hat als andere, aber trotzdem eine größere Anleitung. Ich glaube, da ist mehr Kleinzeug dabei. Gut. Wir packen jetzt hier die Räder dran als erstes. Und da, dass wir diese Plastikräder sind, ist das meistens immer schon Garant dafür, dass der Wagen gut läuft. So. Und der passt genau dazwischen. So, dann drehen wir das um. Ja, das geht schon irgendwie, wie das hier aussieht. Das ist schon... Das kriegen wir noch in der Zeit gebacken. Genau, der wird jetzt nämlich sehr viel verlängert, weil er halt hinten die Rakete als Aufnahme hat. Und dadurch, ja, vom Gesamtwerk natürlich länger gebaut werden muss. So wollte ich sagen. Oh, ich habe 2 Noppen zu 4. Ich habe mich schon gewundert, warum ich einen Überstand habe. Ich brauche nur die 6er, nicht die 8er Plate. Hinten kommt ein Brick drauf. Das ist auch so die Zeit bei Lego, wo man ganz seltenst nochmal einen Brick in diesen Sets... Boah, das ist echt dreckig, das Set. Das muss ich ja komplett waschen. Das habe ich hier gar nicht richtig sauber gemacht. Sehe ich gerade. Ei, 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 ei. Ja, gut. Da muss ich wirklich nochmal dran, bevor ich das verkaufe. Genau, wo ich stehen geblieben, Bricks, dass man selten einfach die Standard-Bricks noch benutzt hat, sondern immer so auf Spezialteile oder mit Plates unterschiedliche Geschichten gebaut hat, damit das ganze Set auch ein bisschen dynamischer wirkt und nicht so klotzig, sage ich mal. Das hat ja irgendwann Lego mal angefangen, Anfang der 90er, Ende der 80er. Und das ist dann ja immer abgespaced geworden, bis es halt irgendwann mal too much war, ne? Das ist nicht die gleiche Höhe. Warum ist das nicht die gleiche Höhe? Weil da drunter eine Plate fehlt. Das so ergibt das eher Sinn. Ich habe eine Plate übersehen. Shame on me. So, jetzt ist das die gleiche Höhe. Hier ist eine sehr, sehr, das ist eine schöne lange Plate, die jetzt erstmal das Ganze ein bisschen stabilisiert. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4x12er Plate. Auch ziemlich cool. Die Reifen sind auch so schmodderig, ja. Alles klar, ich weiß, was ich nachher mache, wenn ich vom Dings wiederkomme, vom Football. Nämlich erstmal das Set hier putzen. Die anderen sind alle gut, aber das hier ist echt, ob das mal irgendwo stand und vergessen wurde. So wirkt das gerade. Aber gut, dann ist dem so. So, hinten eine Plate drauf. Ja, also ihr seht schon, die Teilezahl nimmt ja auch rapide ab. Zack, zack. Da kommt noch einmal 2 in der Mitte. Zack. Der dahin. Der dahin. So. Hier die Burg, solche Mauerteile. Die kann man sonst immer nur in weiß und in schwarz. Ne? Bei den Rittern schwarz. Bei vielen der Piratensets in weiß. Hier sogar in blau dabei.
Also ich kenne das zumindest nur aus den Sets, sagen wir so. Ich glaube, ich sehe gerade ein Teil, was ich vergessen habe. Hier soll nämlich eigentlich nämlich noch eine Zange dabei sein. Die sehe ich gerade nicht. Das heißt, die habe ich wohl übersehen beim Zusammensuchen der Teile. Shame on me. Ja. Die fehlt. Aber die ist auch so ganz klein, nur im Detail in der Ecke. Also wieder mal so von wegen gut gemacht. Man sieht es einfach nicht. Gucke ich nachher meinen. Ich habe hier noch welche auf Reserve. Suche ich nachher aus meinem Fundus raus. Aber nicht jetzt während des Bauens. Links, rechts, vorne noch ein Lenkrad. Cockpit auch sehr gut detailreich ausgebaut mit Lenkrad und zwei Bordcomputern. Das kommt dahin. Da kommt das hin. Zack, einmal so. Einmal so. Ich hätte da noch eine Plate drunter setzen sollen. Jupp, die einen vorne übersteht. So. Also nochmal. So. Und so. Ja. Bis halb klappt das. Wir nähern uns dem Ende. Wir nähern uns dem Ende. Gut kalkuliert mit halb. Gut kalkuliert. Gott sei Dank. Außer jetzt, wie gesagt, die Zange. Das ist ärgerlich. Den muss ich mir gleich noch zusammensuchen. Es kommt dahin. So, da sind auch wieder Skier natürlich für meinen Kollegen dabei, dass der gut Skifahren kann. Zack, zack. Sind dran. Vorne jetzt wieder hier dieses Cockpit-Ding, was ich ja von Hubschraubern kenne eher. Das kann man hier zuklappen, sollte man ja auch. Genau, hier kommt der Dings dran. Eine Kettensäge. Hier kommt so eine Art Licht auf dieser Seite dran. Warum auch immer. Hier auch noch was über hier. Das. Das ist das hier. Da kommt das dran, der Arm. Komm schon. So. Ah! Entschuldigung. Klang jetzt ein bisschen komisch wahrscheinlich. Warum habe ich denn hier noch 4 Studs über? Habe ich irgendwo Studs übersehen? Ja, habe ich. Nämlich mit dem Ding zusammen. Auch für die Rakete gedacht. Ah, ich habe das Falsche dazugelegt. Ich muss hier eine Zange haben. Nee, ich habe doch das richtige Ding da. Ha! Das muss da so ran. So. Ich gucke aber lieber noch meine Teileliste. Ob das eine Zange sein. Nee, es muss doch ein anderes Ding sein. Nein, alles gut. Ich habe doch das Richtige gehabt. Ich habe mich nur verschaut. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir gebaut. Hier kommt jetzt der dran. Mit dem schönen Ice Planet Logo auf einer Fliese bedruckt sogar. Da drauf. Ja, der Arm ist leider nicht mehr der stärkste. Hier kommt noch das dran an den zum Funken. Ihr seht schon hier, der Arm, der gibt halt nach. Aber normalerweise ist der Arm auch dafür da, die Rakete wieder so hinzustellen. Oder die Rakete zu nehmen, zu drehen. Ist ein bisschen fummelig, aber man kriegt das hier hin, dass die Rakete halt so hinten drauf ist. Und ich habe hier noch zusätzlich diesen Sender, den man oben drauf setzt.
Der kommt hier an die Seite. Also doch alles da bei dem Set. Ich habe mich nur verguckt. Den Fahrer setze ich vorne rein. Und wir haben es genau halb. Punktlandung, möchte ich sagen. Punktlandung. So. Set ist fertig. Jetzt fehlt nur noch der größte. Den schaffe ich aber heute nicht mehr. Besonders, weil ich das noch sauber machen muss. Ich stelle das mal eben nur kurz hin. Wie gesagt, auch für Guardian, damit er einfach mal sieht, was heute gebaut wurde. So in der Gesamtheit. Die ganze Menge schicker Sets. Ne? Hier haben wir einmal die Reihe der Ice Planet. Ich gehe mal nach den Jahren. Dann müsste als nächstes kommen hier die Space Pulleys. Drei Sets. Dann Blacktron 2. Da habe ich halt nur diese paar Sets. Und M-Tron habe ich leider auch nicht so viel. Aber es reicht. Also das haben wir heute alles gebaut. Ich würde sagen, das ist eine Menge. Ne, das sind erstmal wieder ein paar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Also das ist jetzt doppelt, also 13. Ja. Das sind für mich, wenn ich das wieder für YouTube mache, 12 Reviews. Das teilen wir durch 2. Sind wir bei 6 Wochen. Das heißt, 6 Wochen Content ist hier, Content-Offensive für YouTube ist gesichert. 6 Wochen plus dieser Stream hier. Das heißt, wenn ihr den Stream auf YouTube seht, dann werdet ihr für diese Sets die Reviews einzeln danach jetzt sehen. Ja, nur so für euch zur Info. Genau. Das kommt dann, der Stream kommt erst mit dem ganzen Aufbau. Und dann gibt's die einzelnen Set-Reviews. Da gehe ich noch ein bisschen genauer auf manche Details ein. Und ich, wie gesagt, ich mache das Ding hier noch sauber. Genau. Das war's eigentlich für heute. Nächstes Mal im Stream werde ich wohl, wie gesagt, meine Kutte weiter nähen. Meine Metal-Kutte. Da bin ich jetzt am das Einsammeln der oder das Kaufen und Sammeln der Aufnäher hat sich soweit erstmal minimiert. Also ich bin da jetzt quasi auf einem Level, wo ich sage, jetzt kann ich wieder aufnähen. Jetzt habe ich so die Bands zusammen, die ich haben wollte. Genau, dübel die drauf und schau mir das Ganze an. Hier ist halt die bunte Welt des Weltraums aus Anfang der 90er. Ich mochte das als Kind. Kam, wie gesagt, leider zeitgleich mit den Piraten, beziehungsweise eher mit den Rittern raus, die mich mehr interessiert haben, so bis Mitte 90er. Und dadurch ist das hier irgendwie ein bisschen zurückgefallen. Und dann kamen irgendwann auch noch die Western-Geschichten mit den Ureinwohnern und ja, diese ganze Geschichte halt. Also da war halt sehr viel, wo man hin und her. Ja, mit dem Handel muss ich mal gucken. Vielen Dank, Guardian. Das kann nämlich gut sein, dass ich das wieder als komplett verkaufe. Ich habe das jetzt ja mit meinen City-Sachen, die ich alle gereviewt habe und gebaut habe, habe ich jemanden gefunden, der hat einfach alles mitgenommen. Da habe ich den halt einen besseren Preis gemacht, weil er alles mitgenommen hat. Da musste ich halt nicht jedes einzelne reinstellen und bla bla bla, sondern ich mache dann halt einfach eine Fotos sozusagen als Masse und sag, alles so zusammen abzugeben und mit Preis. Ich überlege mir da immer grob so einen Preis, der jetzt nicht Bricklink-Preise sind, also nicht jetzt, was ich das Set, weil das so selten hier ist, keine Ahnung, kostet auf Bricklink 15 Euro, also nehme ich dafür auch 15 Euro, sondern ich bin da entspannter, sage ich mal. Ne? Ich würde dann sagen, keine Ahnung, das sind 10 oder so. Ne? Und dann rechne ich das irgendwie zusammen, gucke, dass ich auf eine gerade Summe komme und dann schreibe ich die Leute an, wo ich weiß, die haben da Interesse dran, schreibe ich, hey, wollt ihr haben? Kriegen die Fotos und dann können die sich halt dazu äußern. Genau. Ich danke euch allen, die heute dabei waren, für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag. Und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder an die Kutte geht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.